Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur zweiten Folge von unserem Podcast. Wie ihr schon hört, zusammen mit dem lang vermissten, altbekannten, besten Freund, dem Niklas. Wo bin ich hier? Moin Meister, was geht? Ja. Die erste Folge, wie ich gesehen habe, hat euch nicht gefallen. Deswegen machen wir jetzt gleich im Anschluss auch noch eine zweite Folge. Sehr gut. Weil die erste euch so schön nicht gefallen hat. Genau. Was ist M? Also, es ist so. Der Niklas, den haben wir ja zuletzt auf meinem Kanal gehört, glaube ich, von etwas länger her. Das war in Zeiten von Farmertown, nein, nicht in Zeiten von Farmertown. XXL Farm war das, glaube ich. Ich glaube in XXL Farm. Also, das letzte Mal, wo wir ihn so gehört haben, glaube ich, also da bin ich mir ganz sicher, war in Zeiten von, wo wir Alpenhof zu Ende gemacht haben. Zu Ende? Ja. Haben wir doch da begonnen? Na ja, im LS22 hatten wir da begonnen mit Alpenhof. Nein, ich meine, wo ich den Dienst als Polizist hatte. Welches Projekt war das? Ach so, das haben wir ja privat gespielt. Das hat man dann verwirrt, oder? Stimmt. Ja, aber da haben wir keine Folgen dann hochgeladen, oder? Keine Ahnung. Auf alle Fälle ist schon länger her, aber jetzt ist er wieder am Start. Vielleicht öfter, also vermutlich öfter. Da werden wir jetzt halt einfach mal gucken, wie der Zeit hat ab und zu mal. Und dann gibt's da aber wieder Podcast-Folgen zusammen mit dem Niklas. Hoffentlich werden die euch auch besser gefallen als der Anfang von Lotz. Ich sitz hier gerade in meinem Zimmer und denk mir, warum riecht es draußen so nach Grillen? Warte mal, ich brennt da irgendwas ab oder sowas? Ach nee, der Imker ist da! LOL! Da ja. Rennt eine Kuh! Die rennt hier über den Ofen. Nee, der tut da. Oh, jetzt hab ich mich hingelegt. Oh, jetzt hab ich mir meinen Fuß angekaut. Der kümmert sich da im Moment um die Bienen. Oh, weil nämlich, wir haben ja bei uns am Hof eine sehr schöne große Wiese, wo unsere Obstbäume stehen. Kennt der leuchtet die ein, die rauchen jetzt was. Kennt ihr bestimmt aus meinen Videos schon unsere Obstwiese? Und da war es halt so, dadurch, dass bei uns eigentlich das ganze Jahr über was blüht, hat der uns gefragt, ob der die Bienen abstellen darf. Und jetzt haben wir Bienen da bei uns. Okay, Dings, lass mal spielen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Wieso? Keine Ahnung, weil ich Lust drauf hab. Der will mich doch bestimmt wieder verarschen. Nee. Also, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist hässlich und grün. Hä? Hässlich und grün. Hä, was ist das? Mein Desktop. Ganz genau. Der ist übrigens nicht grün. Hässlich und grün, was ist noch grün? Was gibt's hier noch grünes? Der Zettel ist hässlich und grün. Welcher Zettel? Da vorne. Der liegt da. Siehst du den nicht, ja? Ach so, den. Ja, der ist auch grün. Und hässlich. Ja, wegen meiner Schrift. Ja, genau. Jetzt bist du dran. Ja, komm jetzt, lass mal über Thema reden. Ja, welches denn? Erstmal über Sevete. Über das Wetter? Ja. Oh, das ist gerade, oder nicht?
Ja, das fängt dann bald wieder an zu regnen. Das ist halt echt so ein komisches Wetter gerade. Schon, das geht schon ein paar Tage lang so. Es ist einfach kein gescheites Wetter mehr. Also falls ihr nicht wisst, wo wir sind in Augsburg. Also da wohnen wir beide in der Nähe. Auf jeden Fall ist es ein Gesatz von Wetter in den letzten Tagen. Immer in der Früh oder so, ist richtig schön, so Nachmittag, Abend, dann wird so bewölkt, gewitterig und sonstiges. Es macht ja einfach keinen Spaß mehr. Es ist halt einfach so, wir hocken in der Schule, dann ist es schön. Dann gehen wir in die Pause, dann regnet es gefühlt. Dann gehen wir wieder in die Schule. Kommen wir nach Hause und wollen dann da rausgehen. Ja. Schau mal. Dann ist das Wetter. Ah, reingeguckt. Bitte, danke. Da, ja. Und also ihr seht ja den Podcast am Sonntag. Oder hört ihn, besser gesagt. Und der Montag, also der letzte Montag, ich weiß auch nicht, was ich das Wetter da gedacht habe. Aber es war chillig. Es war so, ich komme um 5 von der Schule nach Hause. Überleg mir dann, also hab dann noch schnell Hausaufgabe ein bisschen gemacht. Bin dann rausgegangen, um zu mähen, weil ich ja immer irgendwas für Kier frisch mähe. Dann hat es schon so zugezogen gehabt. Da habe ich mir gedacht, ja, ich beeile mich lieber, weil ich weiß ja nicht, wie lange das Wetter noch gut bleibt. Dann bin ich da 2 Minuten lang fertig. Dann fängt es dermaßen zum Schütten an. Und da waren solche Blitze. Ey, hast du den Donner gehört da? Ja. Der war so laut, ey. Der, vor allem, der war richtig nah. Das Gefühl gehabt. Genau, der war so laut. Und du musst dir mal denken, ich habe den Hund, gell? Ja. Und eine Katze. Ja. Junge, die haben sich so erschrocken. Ey, das gibt's ja echt nicht mehr. Das war auf jeden Fall nicht gerade der schönste Abend, aber... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es immer ganz cool, wenn es zum Beispiel so gewittert und so regnet. Und wenn man dann da schläft, ich finde es irgendwie richtig geil. Ja, und wenn man drin ist und draußen, ja, das finde ich auch gut. Aber ich war da eben draußen und es ist halt so, ich war da draußen, hab mir nichts gedacht, steht da so und dann habe ich mir schon gedacht, so ja, das zieht jetzt durch oder das zieht jetzt halt zu, aber hoffentlich wird es halt nicht so schlimm. Aber dann haben irgendwann die Kühe so dermaßen zum Brellen angefangen hinten im Stall, dass ich mir gedacht habe, so gut kann das Wetter nicht werden, weil nämlich, wenn selbst die Kühe so außer Rand und Band sind, dann kann das nichts Gutes bedeuten. Und das hat dann letztendlich auch nichts Gutes bedeutet, weil das so dermaßen losgewittert hat, ich weiß gar nicht. Also, das habe ich schon länger nicht mehr erlebt, dass es so, also so arg gewittert. Weil, also, erst war es normal so regnerisch, dann hat es schon angefangen zum Donnern. Zum Pissen. Zum Donnern erstmal und dann hat es zum Schissen angefangen. Wie nimmer ganz gescheit. Das hat die ganze Zeit geregnet. Ja, das ist crazy, was da abgegangen ist. Also da ist echt was abgegangen, wo ich echt schon länger nicht mehr gesehen habe, dass das so abgeht, das Wetter. Ja, das stimmt auch schon. Ey, das Wetter letztens, das war so allgemein, du musst dir denken, das war einfach so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer wenn ich so, wenn das Wetter so schlagartig umschlägt, kriege ich immer so Kopfschmerzen, oder? Ja, das habe ich auch manchmal, aber das haben irgendwie alle aus meiner Familie. Ja, das auch. Weil das liegt halt einfach am Wetter. Ja, ist halt echt ganz komisch manchmal. Aber ihr müsst euch denken, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht habt ihr vielleicht habt ihr auch manchmal hitzefrei. Nee, wir nicht. Also bei uns ist es so, wir leben ja in Bayern und Bayern ist manchmal so ein Kack-Bundesland, dass es halt einfach wirklich so ist. Wir müssen wirklich, also bei uns, wann gibt es der Hitzefrei? 50 Grad? Keine Ahnung, ich glaub, 100. Nee. Ich glaub, bei 100, gefühlt bei 100. Bei uns ist es so,
letzten Sommer, da hatte es mal, wie viel Grad hatte es da? Ich glaube 40 oder so, über 40. Über 40 und ich telefoniere da abends mit meinem Cousin halt so, der wohnt weiter weg, der so, ja, bei uns ist es chillig, die hatten heute 42 Grad und hatten halt hitzefrei, obwohl der halt in der Abschlussklasse so ist. Und bei mir, bei uns, wir sind da locker 5. Klasse gewesen und bei uns, da hat es 45, 46 Grad und uns hat niemand gesagt, ja komm, wir gehen jetzt heute heim, hitzefrei. Da war einfach nichts. Das ist halt echt in Bayern ganz komisch, weil ihr müsst euch so denken, da kann man, die sagen ja, ja, jetzt kann ich denken, denk mal an, ich denke mal an die Lehrer und so. Aber wie soll man bei so einer scheiß Hitze bitte lernen, wenn es absolut heiß einfach nur ist, wenn du dir denkst, oh mein Gott, ich verreck gleich so heiß, wie es da ist. Du bist einfach nur nach Hause in die kalte Wohnung oder ins kalte Haus und das darfst du dir halt einfach nicht mal erlauben. So. Und dann, bei uns ist nämlich manchmal so, bei manchen Lehrern, man darf halt Dings unter, also es kommt natürlich darauf an, wann, klar, ich verstehe es auch zum Beispiel, wenn man jetzt sich jeden 5 Minuten seine Flasche wasseln soll und was trinken soll. Aber manchmal sind die Lehrer wirklich so, die sagen, ja, jetzt wird nichts getrunken in dem Unterricht, wir haben Unterricht oder so. Und das finde ich halt echt krank, weil stell dir vor, es, keine Ahnung, so 50, 60 Grad und darfst einfach nichts trinken über mehrere Stunden lang. So 1,5 Stunden, dann darfst du nichts trinken. Ja. Das ist einfach crazy. Aber jetzt mal wieder auf. Auf? Auf halt unseren. Also auf unseren Podcast-Namen zurückzukommen. Wie schafft man sowas? Das war auch so. Bei dem Gewitter, ich habe mir so gedacht, scheiße, ich hätte früher rausgehen sollen, jetzt ist es zu spät, ich schaffe das nicht mehr vor dem Gewitter. Ich habe es tatsächlich geschafft, 2 Minuten vor dem Gewitter noch chillig schnell das zu machen. Ey, schau mal, ich wollte, du musst dir so vorstellen, ich habe letztens was gemacht, ich weiß nicht was, aber ich habe da auf jeden Fall irgendwas in der Wohnung gemacht, also bei mir in meinem Zimmer. Das ist einfach so dumm gewesen. Schau mal, ich habe ja ab und zu, gut, also ich habe manchmal fällt mein Internet gern aus, ne? Aha, bei mir ist es nicht, weil bei mir ist ja per Kabel auf dem Router. Ja, ja, aber das ist wurscht, manchmal fällt bei uns auch das. Wir haben ja kein Kabel, wir haben so einen Adapter und der ist dann mit Bluetooth verbunden mit dem Ansehen-Adapter und an dem Ansehen-Adapter ist das dann angeschlossen irgendwie das Kabel für den PC. Das habe ich ganz cool gemacht, aber auf jeden Fall hatten wir sowas. Ich bin so am PC, ich chill so und auf einmal denke ich mir so, wie schafft man sowas? Und zwar, weil mein Internet ist ausgefallen. Aber mein PC war an. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. Nicht, dass mein PC an war, sondern und die LAN-Verbindung war weg. Und ich habe einen Gaming-PC, sprich, der kann nur mit LAN laufen. Aber alles, was, jedes Spiel, die App, alles, was WLAN gebraucht hat, hatte halt einfach WLAN. Obwohl bei mir kein WLAN-Zeichen angezeigt worden ist, also dass ich WLAN habe. Das war auf jeden Fall ganz komisch. Das hat sich dann so ein paar Minuten lang. Mein Bruder hatte das, bei dem ist es wieder auch ausgefallen. Da hat der sogar den Router ausgesteckt. Ich konnte einfach weiterspielen. Ich konnte mein YouTube-Video weiterschauen. Ich konnte alles weitermachen. Das war ganz weird irgendwie. Dann hat mein Bruder eingestöpselt und dann ist bei mir einfach ausgefallen. Hä? Das ist ja cool. Wo er dann wieder WLAN hatte, dann ist es bei mir einfach ausgefallen. Dann habe ich meinen PC neu gestartet. Da hat aber alles wieder gepasst. Bei mir war das auch mal so. Also es ist ja so, wenn... Und dazu nochmal zu sagen, ich war nicht im Internet eingeloggt oder so. Sprich, ich kann wie gesagt nicht ohne LAN-Kabel das machen. Und es ist ausgefallen, das ist ganz gut gewesen. Aber bei mir, das ist auch so ganz komisch, was auch immer sich die Leute dabei gedacht haben, mein PC zu bauen. Weil mein PC ist echt weird.
Es ist halt so, mein PC, da gibt's, also du kannst ihn halt runterfahren und wahrscheinlich wie bei eurem PC auch, es gibt ja diese Taste, diesen Stromsparmodus zu machen. Beim PC? Ja. Und bei mir ist es so? Ja, bei mir heißt es aber irgendwie anders. Bei mir ist es so, das ist bei meinem PC irgendwie komplett weird. Mein PC, der, wenn ich den ausmache, nachts oder ja halt abends nachts den ausmache, dann gehe ich in den Stromsparmodus. Das ist ja das normalerweise. Normalerweise ist es so, es ist Abend, man macht den Computer aus, geht dann halt ins Bett so. Und bei mir ist es aber so, ich habe ja meinen PC am Mehrfachstecker eingesteckt, warum auch immer ich das gemacht habe. Dann voll dumm, aber ich habe das auch gemacht, weil ich, der PC braucht ja allgemein viel Strom so. Mhm. Wenn du zum Beispiel, also das ist wirklich schon, das ist, habe ich mal ein YouTube-Video zu gesehen. Da hat jemand sein Gaming-PC, seine PS4, zwei Monitore und sein Mikrofon seine LEDs hat er an einem Mehrfachsteckdose angesteckt. Da ist die irgendwann, habe ich mal ein YouTube-Video dazu gesehen, wie gesagt, das hat er uns erzählt und hat da so Bilder eingeblendet dann. Dann wirklich ist bei dem irgendwie was ausgefallen. Also dann erst ist sein PC runtergefahren aus dem Nichts, er hat nichts gedrückt oder so. Dann waren seine LEDs weg, hat er gemeint. Die PS4 war halt nicht an, war aber auch Glück. Die war aber, glaube ich, Stromspar auch oder so. Also ich glaube, irgendwie sowas auf jeden Fall, wo die quasi an ist. Und man aber halt nichts mit daran machen kann. Mhm. Und dann sind Monitore nacheinander ausgegangen. Und dann ist aus dem Nichts hat die Steckdose irgendwie Funken geschlagen. Also was heißt Funken? Die hat halt so, vielleicht kennt ihr das, wenn man was einstöpselt, also so einsteckt und dann macht es so einen kleinen Knick, also als wenn so ein Elektroschock irgendwie das Metall berührt und dann sich so abschlägt oder so. Das hat es bei dem dann gemacht und es ist halt übel oft und dann hat es aber zum Glück ausgesteckt, weil ich glaube, sonst hätte es zum Brennen angefangen. Es wurde auch bewiesen, dass wenn man zu viele Sachen an eine Steckdosenleiste ansteckt, die halt zu viel Strom verbrauchen, die Gegenstände, dann kann es halt wirklich auch sein, dass sie dann irgendwas zum Brennen anfängt. Mhm. Auch teilweise viele Brenngründe heutzutage, wie denkst, wie so zum Beispiel Häuser oder so anfängt zu brennen. Ja. Weil einfach Steckdosenleisten halt anfangen damit. Ja, aber bei mir war das so, normalen PC, den fährt man nachts runter und dann macht man halt seinen Strom aus oder so halt, aber nee, bei meinem PC, das ist echt weird, das geht, ich gehe in den Stromsparmodus, das mache ich so schon oft, das mache ich eigentlich immer so, ich gehe in den Stromsparmodus, dann, ich gehe in den Stromsparmodus und dann, ich gehe in den Stromsparmodus und danach, mache ich den PC, also den Mehrfachstecker aus und am nächsten Tag habe ich dann die ganzen Sachen halt wieder, alle Tabs und alles, Internet ist alles noch offen. Ja, aber wieso? Du hast runtergefahren oder hast du nur auf... ich tue auf den Stromsparmodus und ist aber egal, dann, wenn ich auf dem Stromsparmodus bin, dann tue ich den Strom weg. Wie? Ja, dann stecke ich aus. Dann steckst du deinen PC einfach aus. Ja. Das macht doch keinen Sinn, weil du bist doch auf Stromsparmodus. Das ist voll eigentlich richtig schädlich für den PC, wenn du den Stromsparmodus einfach aussteckst. Du sollst fahr den ganzen runter, weil sonst ist es nicht so gut für den PC, meine ich. Bei meinem ist es irgendwie nicht so. Ich kann den, das mache ich jetzt schon seit mehreren Jahren so, ich tue den dann einfach in Stromsparmodus
tue ich den halt nicht runterfahren, sondern halt einfach den Strom weg. Aber du, hast du den, kann man den überhaupt runterfahren oder wieso tust du den immer? Den kann man runterfahren, aber halt sonst muss ich in der Früh wieder Internet und alles halt. Internet und alles fahren. Weißt du, es ist halt so, die ganzen Sachen, wo ich halt im Internet so YouTube und sowas angucke, das ist dann halt alles da. Das brauche ich dann nicht wieder irgendwelche Videos suchen. Die Videos, wenn du zum Beispiel auf Mediathek gehst und bei YouTube schon sowieso eingeloggt ist, dann kannst du die sowieso weiterschauen, das macht keinen Sinn. Weißt du, wie ich mal? Ja, aber zum Beispiel, ich habe jetzt beim Schneiden so ein Projekt offen, wo ich gerade im Moment schneid dran. Speichere jetzt einfach. Sonst muss ich das speichern. Und? Das ist an meinem PC auch weird, weil der immer solche Sachen, die ich speichere, einfach löscht. Hä? Der löscht einfach Sachen. Manchmal entwickelt der mal schnell so ein Eigenleben und löscht einfach irgendwelche Dokumente. Das macht der, keine Ahnung warum. Der löscht einfach irgendwelche Sachen. Und ich komme dann her, schneide irgendwie so 4 Tage an dem Video. Dann komme ich am nächsten Tag wieder her, will da weiterschneiden. Nee, geht einfach nicht. Einfach gelöscht. Obwohl noch genug Speicherplatz und so frei ist. Und dann gibt es wieder auch an anderen Tagen das. Du speicherst die Sachen und dann löscht er die nicht. Okay. Und dann siehst du aber, der Speicher... Also der hat nicht mehr so viel Slots frei. Das Ding ist so, bei mir ist das ganz weird, weil ich habe zwar einen Gaming-PC, aber ich habe zwar auch viele Games, weißt du? Ja. Aber die sind nicht alle installiert. Aber ich habe trotzdem extrem wenig Speicherplatz in letzter Zeit. Ich wollte mal letztens ein Video aufnehmen für meinen Kanal, was wieso auch auf meinem Kanal nicht viele Videos kommen im Moment. Oder fast keine. Oder ich habe sowieso noch keins ausgebracht. Aber es liegt halt wirklich einfach daran, weil es ist halt wirklich so, dass mein Speicher immer voll ist, obwohl ich schon einen Großteil davon gelöscht habe. Und Bilder oder so habe ich da gar nicht drauf. Also ich habe wirklich fast nichts auf meinem Speicherplatz, auf meiner Platine. Ja, bei mir geht halt ein Großteil vom Speicher halt dabei drauf, dass ich halt immer meine Videoaufnahmen und das alles halt habe. Ja, aber bei mir ist es so... Ich habe ein Video gemacht, habe zuvor nie ein Video gemacht, habe alle wieder gelöscht. Dann schneide ich das Video, sagt der PC, ja, Speicherplatz ist voll. Obwohl ich doch nicht mal ein anderes Video aufgenommen habe oder so. Ja, genau, und bei mir ist es so, ja, ich sehe, oh, der Speicherplatz wird knapp. Lösche ich was, ganz normal, lösche ich halt so. Und dann, wenn ich gelöscht habe, und normalerweise wieder Slot frei sein soll, ist der einfach voll. Lol. Und der ist dann voll und ist voll und ich kann dagegen nichts machen. Egal wie viel ich lösche, der ist voll. Dann ist es so, dann kommt irgendwann nach einem halben Monat oder so wieder ein Windows-Update. Dann lade ich das runter und dann zeigt mir das an, dass das Windows Update nicht laden kann, weil ich nämlich nicht genug Speicherplatz auf meinem PC habe. Und dann ist es so, ich tue mein Windows Update laden und dann ist zwar der Speicherplatz nicht mehr voll, also ich tue das Windows Update laden. Dann sagt er zu mir, ja, ich muss vorher alte Dokumente löschen, weil nämlich nicht genug Speicherplatz ist. Dann kann ich wieder löschen, aber sobald das Update runtergeladen ist, ist der Speicher wieder voll. Also, schau mal, ein Tipp auch für deine Videos, musst halt echt schauen, dass du sehr viel löscht, auch deine ganzen Videos, deine ganzen geschnittenen Sachen. Und ich weiß, die musst du auch irgendwo aufheben, einen Großteil, zum Beispiel für deine Best-ofs oder sonstiges. Aber dann machst du es einfach so, du nimmst ja irgendeinen alten USB-Stick, ziehst da die ungeschnittenen Videos drauf und die geschnittenen Videos und dann passt es. Dann kannst du alles löschen. Das wäre jetzt so ein Tipp, den ich jetzt an dich hätte. Ja, das kann ich dann in Zukunft machen.
weil dann musst du halt zum Beispiel auch nicht immer drauf gucken, dass du halt zum Beispiel zwei Videos hast und so, oder mehrere Videos hast und ein paar nicht löschen müsstest und so, sondern da machst du es einfach so, du tust dein Video schneiden, tust es hochladen, dann tust du es auf den USB-Stick und dann löschen. Also ja. So würde ich das machen auf jeden Fall. Ich glaube, das ist viel besser. Ja, ja, da musst du aber eigentlich gucken, wie du das machst. Also mir ist es egal, ist ja dein YouTube-Kanal, aber ich muss das auch mal schauen. Weil das ist ganz komisch. Du musst dir wirklich vorstellen, wenn ich kann halt hier nichts runterladen oder so, weil immer mein Speicher voll ist, auch bei meinen Games inzwischen. Das ist ganz weird, also ich muss mir jetzt echt mal demnächst viele Spiele wieder löschen und so. Ja. Ja, aber wenn wir schon dabei sind, mit diesem Stromsparmodus, dass ich das immer mache, das mache ich seit einer ziemlich weirden Nacht. Ich liege in meinem Bett. Wie seit einer weirden Nacht? Also es ist einfach vor ein, zwei Jahren passiert und dann... Ja, das ist passiert und so seitdem mache ich das mit dem Stromsparmodus. Okay. Ich habe meine PS4 ausgemacht, mein PC ausgemacht, gehe ganz normal ins Bett. Ja, normal halt. Genau. Weil ich habe da die also drum stecke ich auch immer die Sachen eben aus jetzt hat. Es ist so, die PS4 war aus, die war davor halt noch an. Ich habe das alles heruntergefahren, auch mein PC ausgemacht und so. Ey, war das nicht das, wo die noch oben gestanden ist? Stimmt, da war die sogar noch oben, da war nur mein PC hier unten. Ich glaube, das hast du mir noch erzählt sogar. Stimmt, das war, genau, das war irgendwie Vollmond oder so. Und da war ich dann, bin ich halt ins Bett gegangen und mitten in der Nacht wache ich auf. Was ist das für ein Summen? Wo kommt das helle Licht so her, denke ich mir. Dann wache ich auf. Also kurz, kurzes Wissen, ihr kennt es wahrscheinlich auch von dem eigenen PC oder von der PlayStation, wenn der mit der Zeit sich einen Staub ansammelt oder allgemein die Lüfter, dann summen die so ein bisschen so. Das machen die dann halt einfach an. Ja, genau so. Ja, genau so machen die das. Und bei mir war das so. Ich schlaf da eben nachts und wach auf, höre das so. Und warum ist das Licht so? Mein PC ist an. Es war irgendwie nix von irgendwie Update oder so zu sehen. Junge, ey, stell dir mal vor, alles ist ausgesteckt, du hast über die Mehrversteckerleiste ausgemacht und ausgesteckt, dann ist Vollmond, alles ist auf einmal eingesteckt und alles leuchtet. Hä? Junge, das ist so crazy und gruselig. Es war schon gruselig genug, weil es ist so, ich bin ja der Einzige bei uns in der Familie, der in seinem Zimmer halt allein schläft. Nee, oder? Nein, der halt da ein PC drin stehen hat. Und dann ist der so an, ich denke mir so, ja, es ist ein Update oder so, hab auf Durchsuchen gedrückt, kein Update zu sehen. Dann habe ich ihn wieder ganz normal heruntergefahren, wie ich es halt mache halt. Gab es auch gar kein Problem oder so. Dann denke ich mir so... Bist du wieder schlafen gegangen, oder? Dann bin ich erstmal wieder schlafen gegangen und hab mir nichts gedacht. Hab nur auf den Wecker geguckt, es war so 11:15. Jo, voll spät eigentlich. Also was heißt spät? Ist halt spät abends so. Dann wache ich auf. Wieder. Schon wieder, okay. Das ist ein bisschen weird, schon zweimal aufwacht. 11:45 war es, habe ich auf den Wecker geguckt. Was? Mein, das war eine halbe Stunde geschlafen. Mein PC war wieder an. Okay, also das ist gruselig. Das ist so, dann habe ich gesagt, da war da irgendwas offen. Dann habe ich da, ja, da war dann so halt mein Schnittprogramm offen und halt noch so ein kostenloses Internetspiel, wo sich halt mein Bruder runtergeladen hat. Mein erster Gedanke so, ja, mein Bruder hat da Scheiße gemacht. Ich gehe zu ihm rein, er schläft einfach. Hast du ihm auf die Schnauze gehauen? Er schläft einfach und also ich denke so, er schläft einfach, weil es war Licht und so aus. Dann war der nicht da. Wie? Der war nicht in sein Bett gelegen. What the fuck? Dann war der nicht in sein Bett gelegen und der
Dann bin ich runtergegangen. Dann denke ich mir, ja, er hat bemerkt, dass ich aufgewacht bin und ihn entdeckt habe. Jetzt zockt er unten im Büro an, also weil da steht auch der PC von meinem Vater und von meinem Opa. Denke ich mir so, ja, der zockt unten weiter. Ich sagte ihm jetzt, er soll ins Bett gehen, weil das nämlich ziemlich asozial ist. Am, ja, Sonntag, allgemein auch spät und am so. Sonntagabend einfach, wenn morgen auch Schule ist und da sollten wir auch noch eine Probe schreiben am nächsten Tag, so zu sagen, er spielt die halt nachts dann so. Und unten, auf irgendeine gruselige Art und Weise, der PC von meinem Vater an, der PC von meinem Opa an, der Drucker an, der Kopierer an, der Scanner, alles war an. Und dein Bruder war nicht da. Mein Bruder war wieder nicht da. Ey, wo war der? Dann habe ich mir so gedacht, ich suche jetzt als erstes meinen Bruder. Mein Bruder ist mir wichtiger als diese ganzen Computer halt. Ich bin dann halt so mein Vater ins Zimmer. Da lag mein Bruder einfach bei ihm im Bett so und hat da so gechillt. Ich habe meinen Bruder so wachgerüttelt und ihn so gefragt, warum schläfst du nicht in dem seinem Zimmer? Er so, ja, mein Wecker hat so geklingelt und dann habe ich die ganze Zeit so ein Summen gehört. Das war so gruselig. Ich denke, war wahrscheinlich so dein ja, PC das oder war so. Mein PC, weil ja die Türe angelehnt war. Ja. Ich gehe runter, tu beide PCs runterfahren. Dann gehe ich wieder hoch in mein Zimmer. Ich schlafe ja da neben meiner Schwester immer. Ey, was hat die Schwester seit mitbekommen? Meine Schwester schläft halt mit mir in einem Zimmer. Ich wollte noch sagen, zu Magi halt, es ist alles in Ordnung. Ich habe jetzt die PCs wieder ausgeschalten. Ich kann auch noch zur Beruhigung eine Kassette anmachen. Nee, warte mal. Hat deine Schwester es mitbekommen oder was war da? Wohl nicht, also ich habe gedacht, die liegt jetzt irgendwie ängstlich in ihrem Bett und sagt halt einfach nichts, weil sie so gegruselt hat. Ich sag so, ja, ich... Nee, aber warte mal, ich sag so, vielleicht eine Albtraum einfach oder das? Nee, ich war ja wach, mein Bruder hat mit mir so geredet. Ja, aber hast du das wirklich richtig gespürt, die Berührung und so? Ja, natürlich. The fuck? Und dann war das so, ich denke mir so, meine Schwester ist weg. Die war auch nicht drin. Dann gehe ich hoch, weil bin halt so oben. Meine Schwester ist da drin. Sie hat gesagt, ja, die ist da aufgewacht, wo ich gelaufen bin. Sie ist jetzt bloß kurz hochgegangen, was trinken so halt. Hat da was getrunken. Ich stehe oben. Bloß in der Küche war unser kleines Licht an. Wohnzimmer alles dunkel. Plötzlich die PS4 geht an. The fuck? Die hat einfach mitten in der Nacht, es war 00:30, hat die zum Lüften angefangen. Ich hab die ausgemacht. Ich hab die ausgesteckt. Ich bin wieder runter. Alle PCs waren wieder an. Ich hab sie wieder alle runtergefahren und ausgesteckt. Mein PC im Zimmer auch ausgesteckt. Und dann bin ich halt einfach ins Bett gegangen. So. Ich sag's dir ehrlich. Dings, ich hätte mein Dad oder so geholt oder hätte sie alle aufgeweckt, dass sie halt checken, was da abgeht. Ja, genau, am nächsten Tag habe ich halt mit meinem Cousin so halt geredet und telefoniert halt so. Bei ihm war es auch so. Alle Computer sind mitten in der Nacht angegangen. Aber das Ding so, bei mir war das nicht so. Bei dir nicht? Nee, und wir wohnen eigentlich. Aber, also ich weiß nicht, aber in. Also tatsächlich, bei mir war das nicht so, aber bei mir ist an dem Abend auch irgendwas crazy abgegangen auf meinem PC. Also ich weiß nicht, was es war, aber wirklich, ich konnte da gefühlt nichts machen, der teilweise hatte irgendeine Scheiße gemacht. Also ich bin mir nicht mehr sicher, was es war, aber auf jeden Fall war da, wie gesagt, auch Vollmond, wie bei Bene, also es war am gleichen Abend. Und da war auf jeden Fall auch irgendwas weird mit meinem PC. Also zum Beispiel, ich weiß jetzt genau, was war. Und zwar, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube zu 90%, dass es das war. Und zwar, da habe ich meinen PC runtergeschalten, abends, habe mir gedacht, gut, ich mache jetzt fertig, erst noch was Kleines, dann gehe ich pennen. Also auf jeden Fall, ich bin auch herunterfahren gegangen. Ihr müsst euch vorstellen, meine Monitore gehen aus. Und meine Monitore gehen aus, mein PC geht aus, aber meine Tastatur,
meine Maus und meine Headset, also ich habe so eine Headset-Halterung, die hat auch LEDs. Meine Tastatur, meine Maus und meine Headset-Halterung, die waren einfach an. Also, nee, jetzt legit so. Das war ganz komisch, weil wenn eigentlich der PC aus ist, also die drei Sachen sind ja mit meinem PC verbunden, die werden ja dadurch mit Strom versorgt. Und wenn mein PC runterfährt und der keinen Strom mehr bekommt, bekommen die anderen Geräte dann normal auch keinen Strom. Ja, eigentlich. Ja, eigentlich ja. Weil das ist bei mir auch so, meine Kamera. Bei mir ist, schau mal, bei mir ist sogar der Monitor weg, kriegen selber Strom, weil die kann man ja nicht anschließen am PC. Nur per HDMI, das ist das Bild halt übertragen. Ja, genau, aber da kriegt der ja keinen Strom davon. Genau. Selbst die sind ausgegangen. Ja? Die drei Sachen, die LED-Sachen, haben sich natürlich gedacht, nee, kein Bock drauf. Die waren einfach an. Ich muss meinen PC nochmal neu anmachen. Ich habe meinen Bruder gefragt, was jeder hat und so. Auf jeden Fall habe ich dann meinen PC nochmal angemacht, habe ihn nochmal ausgemacht, was aber nicht mehr so. Und es war echt ganz, es war übelst komisch, weil jeder kennt selber, wenn man normal, das dauert immer ein paar Minuten oder so, dann tun sich halt die anderen Geräte auch runterfahren. Ja. Aber da ist es halt so, ich habe auch gedacht, ja gut, kann ein bisschen dauern. Ich warte jetzt einfach mal 2-3 Minütchen. Es ist nicht gegangen. Es ist nicht gegangen, wirklich. Ich habe 10-20 Minuten gewartet, es ist halt gar nicht ausgegangen. Und deswegen habe ich halt wirklich einfach mein PC nochmal neu gestartet, habe das gemacht. Es war aber am gleichen Abend, also es war echt gruselig auch mittlerweile dann. Zu der Zeit hatte ich ja noch kein Minecraft, aber mein Cousin, ich habe ja gesagt, ich habe mit ihm telefoniert. Da gesagt, ja, er hat seinen PC runtergefahren und davor halt noch Minecraft gezockt gehabt. Ja, ja. Und dann an dem Tag hat auch Minecraft so ein kleines Update gekriegt, hat er erzählt. Da habe ich meinen anderen Cousin angerufen, der konnte das auch bestätigen, weil der schon länger halt Minecraft gehabt hat. Spiel. Und da war es so. Der hat auch halt gesagt, ja, das Minecraft-Update hat geladen bei ihm. Und bei ihm ist in der Nacht auch was Komisches passiert. Mein Cousin hat gesagt, den, wo ich davor angerufen habe, es hat ein Minecraft-Update geladen. Und in der Nacht ist auch sein PC angewiesen. Er hat geguckt und es wurde ihm halt angezeigt, ja, Minecraft hat sich aus irgendeinem Grund gelöscht. Hä? Nicht geöffnet, einfach gelöscht. Ufa. Minecraft war nicht mehr da oder halt deinstalliert. Ja. Und es war halt noch auf seinem Desktop, war halt noch die App so, das Fenster so. Dann hat er es halt so angeklickt, es hat halt so angezeigt, ja, es hat sich deinstalliert so. Ich sag zu meinem Cousin so, ja, guck mal nach Minecraft. Und er so, nee, wir wollen ihn verarschen. So, das ist gar nicht so lustig. Halt, geht er rein. War bei ihm auch Minecraft deinstalliert. Einfach nicht mehr da. So. Ich hatte da dann eben auch noch zu der Zeit noch kein Minecraft. Bin ich auch froh drum. Aber alle PCs waren bei mir da in der Nacht an. So, das war schon gruselig. Ja, das ist ganz komisch. Aber es gab schon öfters Vollmonden, das ist noch nie passiert. Ja. Also es war das erste Mal, wo es so passiert ist. Und, wie gesagt, also es war das erste Mal. Und zuvor gab es, ja, also ich habe hier im PC schon ein bisschen länger als Bene. Und das ist bei mir auch noch nie passiert. Es war wirklich das allererste Mal, dass es bei mir passiert ist. Und das war halt ein ganz normaler Tag mit Vollmond so. Und Vollmond gab es ja schon öfters. Vollmond gibt es ja gefühlt jede zweite Woche oder so. Also alle vier. Oder alle vier Wochen, jeden Monat. Und es ist wirklich noch nie passiert in meinen ganzen, keine Ahnung, wie bin ich jetzt, ja, in den ganzen 3 Jahren oder so, wo ich meinen PC habe, oder 4 gar sogar. Es ist mir noch nie passiert. Und es ist halt echt krass. Weil, weiß nicht. Es ist halt auch einfach. Also stellt euch jetzt mal vor,
Also nochmal zu dem Thema, zu dem Bruder zurückzukommen. Stell dir vor, da wäre ich unten gewesen, wenn ich oben gewesen, wenn ich in dem Zimmer gewesen, wenn ich bei den Eltern gewesen, wenn ich im Keller gewesen. Junge, wo wäre der dann gewesen? Im Müll oder was? Draußen mal cool kälbern. Na, der kälbert cool. Der ist da viel zu faul. Ja, aber also die Nacht, die war Real Talk ziemlich creepy. Nee, also. Junge, jetzt hätte ich einfach, boah, dein Bruder wäre so weg gewesen, wäre so tagelang nicht mehr aufgetaucht und auf einmal nochmal Vollmond, so nach einem Monat, steht er auf einmal wieder da. Und dann kommt der so aus dem Bildschirm raus und hat gesagt, ja, er hat so Minecraft gespielt und war in Minecraft drin irgendwie. Da wurde er also in seine Kurbel. Und genau, und dann hat er irgendwie auf dem Server Scheiße gemacht und dann haben sie ihn gebannt und drum hat sich jetzt Minecraft bei allen, wo er war, deinstalliert. Junge. So kann man es natürlich auch machen. Nee, aber so ein bisschen realistisch. Stell dir einfach vor, der würde dann so nach einem Monat, also wirklich, dein Zimmer hat sich nicht verändert. Steht alles noch zuvor, vor dem Abend, bevor er verschwunden ist. Auf einmal steht er mitten in der Nacht um 12 Uhr bei dir im Zimmer und sagt, moin Meister, ich mag kurz Milch holen. Das wäre so dumm. Nein, das wäre übel geil, wenn er sagt, ja moin, ich mag kurz Milch holen, ich habe den Ring vergessen. Bloß ein paar Meter bei uns über den Hof laufen. Nein, aber es gibt so, also ich habe schon mehr so Sachen erlebt. Also jetzt nicht mit dem PC halt, aber es ist halt so, es war mal so, wir sind, also im Sommer hocken wir nachts immer vorne bei uns vorm Haus manchmal, ja, oder halt nur so 12 oder so, oder eins halt so. Es war alles ruhig so, die Grillen haben gezirpt und so, und es war ein wunderschöner Tag. Geh mal Milch, kommt aus der Hecke, mein Bruder. Na, das war halt so, wir sind da draußen gekocht und haben gerade noch ein Eis geschlabbert. Ja. Und es war halt ruhig und plötzlich hinten, also bei uns im Stall, da geht um 9 das Licht aus. Ja, und das bleibt dann auch aus, hat kein Bewegungsmelder, oder? Nee, das ist halt so PC gesteuert halt. Ach so, das ist dann halt einfach aus, okay. Genau, es geht einfach um 11 nochmal an. Hä? Und dann? Aber kann es nicht sein, dass war jeder im Haus oder war noch jemand draußen vielleicht? Nee, es war da im Moment eigentlich niemand mehr draußen. Halt jeder hat wahrscheinlich geschlafen oder war halt... Nein, wir waren halt alle zusammen waren halt vorne gesessen. Ach so, ja. Und plötzlich geht halt so das Licht an. Unser Stall ist groß. Welcher? Der alte? Der neue, den wo wir halt erst letztens gebaut haben. Vor 10 Jahren oder so war das. Gott sei Dank ist das Licht angegangen. Wir sind dann auch drauf gekommen, wieso das Licht angegangen ist. Das Licht ist nämlich angegangen, dadurch, dass irgendeine Kuh, da sind wir wieder bei, wie schafft man sowas, eine Kuh hat irgendein Kabel oder halt an dem Schalter rumgeschleckt. Hä, aber die der Schalter war für das Vordachlicht, also fürs Außenlicht. Die hat da rumgeschleckt. Aber wie kommt die da ran? Die Kuh ist nämlich rausgekommen. Irgendwie ist die halt rausgekommen, weil jemand vergessen hat, halt das Türle zuzumachen. Okay. Das war auch unser Glück, dass wir dann da eben drauf kommen sind. Der Schalter, seit einem Jahr, wo wir den Stall halt da gehabt haben, haben wir den Schalter genommen, um halt außen das Licht anzu... Oh, ich sehe gerade mir die ja, Zeit. Ja, sag noch, da waren wir fertig. Die Podcast-Zeit. Ja, erzähl noch schnell fertig. Es war halt so, wir haben immer das genommen, um da eben unser Licht draußen, also außen anzuschalten, dass halt da dann schön das Licht ist und wir da besser arbeiten können. Ja. Plötzlich, also nicht nach dadurch, dass irgendwie die Kuh an dem Schalter oder so rumgeschleckt hat, auch wo es wieder trocken war am nächsten Tag, wir konnten mit dem Schalter aus irgendeinem Grund nicht mehr das Außenlicht anmachen, sondern das Innenlicht, das gar keinen Schalter hat, weil es per Computer gesteuert wird. Die Kuh ist einfach Hacker. Ja, die ist einfach
Hälfte. Und dann seitdem. Wurde die schon abgeschmoxt oder? Nee, die ist immer noch bei uns im Stall. Und dann haben wir halt einen Elektriker geholt, der hat gesagt, ja, da ist alles normal. Dann ging's wieder. Er hat da einmal rumgefummelt. Dann also das Kabel halt aufgeschnitten, die Drähte kontrolliert, aufgemacht und dann da halt ist es außen wieder gegangen. Ja. Und dann ging es innen aber immer noch. Innen war es halt jetzt halt so, wenn du außen das Licht angeschalten hast, ist innen ausgegangen. Und wenn du es außen ausgeschalten hast, ist es innen angegangen. War nach 2 Tagen der Elektriker wieder da. Hat den kompletten Kabelkanal aufgerissen. Mit der DUS, also in der Wand drin. Hat sich das angeguckt und gesehen, dass irgendwie es nicht nach der wegen der Kur so war, sondern da war, haben wir halt durchs Holz halt so durch das gelegt. Die Holzwürmer haben irgendwie, weil da ist so ein Zentralschalter, wo alle Kabel zusammenkommen. Ja. Und den haben die nicht mehr isoliert, die Elektriker. Und dadurch, dass da irgendwie immer Ratzen oder irgendwelche Viecher drüber gelaufen sind, haben sich immer wieder die Stromkreise verändert. Und am Ende ist es so weit gegangen, dass du, wenn du einen Lichtschalter angemacht hast, die Melkmaschine angegangen. Die Melkmaschine? Ja! Und da musste man auch. Weil der Lüfter von der. Du kommst nur in der Früh rein, willst das Außenlicht anschalten, dass da halt schnell den Schnee wegräumen kannst. Und dann. Du lüftet es. Und ich denke mir bloß so: What the fuck? Hey, aber wie habt ihr das dann wieder hingebracht? Ja, dann war halt der Elektriker da, hat das alles gereinigt. Ach so, hat er das Kabel dann wieder isoliert? Nochmal neu zusammengeklemmt und dann haben wir das gescheit isoliert halt. Der Elektriker hätte sie fast in den Hintern bissen, weil er jetzt halt 5-mal die Woche da war. Aber am Ende war tatsächlich alles dann gut und. Okay. Aber. Das war jetzt eine Podcast-Folge, wo wir nur über creepy Sachen geredet haben. Ja, nee, also einfach nur über Scheißzeug. Ja, wir haben einfach random nicht mal über das Thema geredet, wie unser Podcast heißt, wie schafft man sowas, sondern wir haben einfach komplett über alles geredet. Also dann bis nächstes Mal. Tschüss.